Habt ihr schon gedacht, das Ende, wa? Ich wollte euch nur ein bisschen heiß machen. Deswegen. Zugabe. Ihr werdet noch betteln, dass ihr wieder raus dürft. So, ich hab noch eine schöne Nummer, meine Damen und Herren. Die Nummer hat allerdings kein Ende. Falls Sie ein Ende für die Geschichte haben, können Sie mir das gerne zumailen unter meiner Homepage, Adresse www.scheiße-ich-finde-mal-kein-ende. Die Geschichte heißt, als ich mal ins Altersheim musste. Neulich rief mich meine Tante an. Ich wusste schon genau, was sie wollte, aber ich ließ sie erst mal erzählen. Mensch, du warst doch immer noch nicht da gewesen. Dann besuch doch endlich mal deine Oma im Altersheim. Ich bin da freut die sich doch. Kannst du ruhig mal machen, Mensch. Und mit der Oma freuen sich doch, wenn sie Besuch kriegen für den Enkel. Da gehst du einfach hin und da freut die sich. Ja, dachte ich. Ich werde sie mal besuchen. Schon allein aus dem Grund, weil ich glaube, dass er sich da einfach freut. Ich fuhr also nach Paderborn. Paderborn. Wenn man in Paderborn aus dem Zug steigt, denkt man, man wäre schon im Heim. So eine Art Open-Air-Heim. Nach stundenlanger Suche war ich dann endlich da. Beim Pförtner fragte ich nach, wo ich meine Oma finden würde. Ach, sagte der Pförtner, auf Besuch bei der Oma, war? Du, da freut die sich. Ja, ja, Mann. Das Heim war so eine Art Apartmentsiedlung. Ich blieb stehen und versuchte, mich zu orientieren. Eine Oma überholte mich. Mit einer von 0 auf 100 in 2 Wochen Geschwindigkeit. Ich klingelte bei meiner Oma an der Tür. Die Tür ging auf. Hallo, Tobias, lachte sie. Mein Name ist Kurt. Na, da kannst du doch nicht für. Na, komm erst mal rein, Andreas. Dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und haben Kaffee getrunken. Und dann sah ich auf dem Fliesentisch meiner Oma ein Relikt aus längst vergangener Vorzeit. Es gibt ihn also immer noch, dachte ich, wie er da so dastand, in all seiner Schönheit, der Telegebäckständer. Alles war wie damals, oben die Nüsschen, in der Mitte Salzstangen und unten Moncherie. Ich nahm mir eins. Nee, Finger weg, da ist Alkohol drin, Manfred. Gut. Widerspreche nicht, sonst geht's in dein Zimmer. Sie machte Musik an, Julio Iglesias und sang laut mit. Ihre Nachbarin beschwerte sich über die laute Musik. Meine Oma sagte nur, ja, ja, mein Gott, ist es eklig, wenn sich alte Menschen so aufregen. Du pfeifenzeisig. Sie knallte die Tür wieder zu. Ja, hat wie gesagt kein Ende. Dankeschön. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.